Die Oberliga-Partie ECC Preußen gegen den MEC Halle 04 wird präsentiert von der Allianz-Agentur Roskos und Meyer. 1, 2, 3, Krisenzeit vorbei. Diesen Reim möchten die Preußen nur allzu gern durch die Halle schmettern. Nach 2 Siegen in der Vorwoche soll gegen die Saale Bulls der nächste Erfolg gelingen. Gegen den Oberliga-Vierten braucht es da vor allem Kampf und Leidenschaft. Tugenden, die dem ECC so gar nicht fremd sind. Das sieht man bei den Fans, das sieht man bei allen Leuten, die sind hier alle mit Herzblut dabei. Und auch die ganzen, die ganzen Spieler, die hier schon ewig lang spielen, das sind alles wirklich eingefleischte Preußen-Fanatiker und die reißen sich alle immer 100% den Arsch auf. Also alte Werte und am besten obendrauf noch einen Top-Goalie. Zutaten zum Erfolg, zumindest gegen die Moskitos Essen. Beim 1:0-Shootout-Sieg vergangenen Sonntag mauerte nämlich Olafre Schmidt mit 65 Paraden den Sieg nach Berlin. Da kann doch also gar nichts mehr schiefgehen. Von Anfang an glauben wir an den Sieg, Jungs, bis zum Schluss. Wir kämpfen füreinander. Let's go, boys! Let's go! Los geht's! Jetzt zur Partie heute. Der Beginn ERC. Die Hausherren attackieren früh und halten den Favoriten meistens vom Tor fern. Keine wirkliche Großchance auf beiden Seiten. Dieser Versuch hier von Georg Albrecht noch die prickelndste Situation in den Anfangsminuten. Doch dann vorbei mit der Langeweile. Die Bulls im Angriff, doch Preußen hinten bombensicher. Und dann geht's in die andere Richtung. Die Preußen dürfen mal einen Konter fahren. Chu-chu und rein in den Endbahnhof des Glücks. Josh Rabani boxiert die Scheibe im NEC-Netz. Ja, also im ersten Drittel war ein bisschen, also am Anfang Nervosität zu sehen bei uns. Wir haben gut gearbeitet, gut gestanden, gute Voraussetzungen vom Trainer bekommen, dass wir das Ring gut machen. Und natürlich auch schönes Tor, haben wir einen Fehler ausgenutzt vom Gegner und dann das Ding reingemacht. Ausnutzen, ein gutes Stichwort, denn das macht in der Folge dann der Gast, der ja nach einer 2:7-Pleite gegen die Crocodiles Hamburg wieder einiges gut machen will. Wie zum Beispiel hier jetzt in der Überzahlsituation für Halle. Und das ist ein Fall für Philipp Gunkel, der zum 1:1 abzieht. Also doch ein offener Schlagabtausch mit Chancen für beide Teams. Doch keine möchte so richtig reingehen. Umso verblüffender dann diese Szene hier. Genau hinschauen. Eine halbe Chance für die Berliner, bei der Sebastian Albrecht nicht gut aussieht. Den Preußen und ihren Fans ist Schnuppe, abfeiern und das kuriose 2:1 genießen. Das ist schon ein kleines Wunder. Die Talfahrt der Berliner ist erst 2 Wochen her und nun führen sie gegen eine Mannschaft aus den Top 4 zur zweiten Drittelpause mit 2:1. Und nun ist klar, in welche Richtung das Spiel geht. Nämlich nur in eine, in die vom Charlottenburger Schlussmann, der gewohnt die Kiste sauber hält. Einige Glanztaten des Goalies Olafre Schmidt, vor allem im letzten Drittel. Für ein vorentscheidendes Tor fehlen zwar vorne die Nerven, doch hinten steht die Wand vom Glockenturm, die trotz Bullenoffensive stehen bleibt wie eine Eins. Die Preußenparty geht also in die dritte Runde. Sieg für Sotschius Jungs, da darf doch wohl das Reimen nun erlaubt sein, oder? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt hier eine gewisse Favoritenrolle oder sowas annehmen oder so. Aber wir haben es natürlich hart erarbeitet, sind aus dem kleinen Tief, was wir hatten, wieder rausgekommen, als Team zusammengeschlossen. Und da kann man sagen, jetzt fahren wir nach Duisburg. Duisburg können wir auch mal anschlagen, kann man auch 3 Punkte herholen. Ein 2:1 Sieg also für den ECC, was für ein Gedicht. Auf mehr solcher sportlich-literarischen Klassiker müsst ihr allerdings jetzt noch ein bisschen warten. Das nächste Spiel der Preußen gibt es bei uns erst bei hauptstadtsport.tv wieder im neuen Jahr. Bis dahin wünschen wir allen Eishockey-Cracks einen guten Rutsch. Die Oberliga-Partie ECC Preußen gegen den MEC Halle 04 wurde präsentiert von der Allianz-Agentur Roskos und Meyer.